Hast du die Kostenrechnung für Minz schon fertig? Natürlich. Die sollte auch heute Morgen raus. Zeig mal her. Danke. Sauber, sauber. Ich wüsste ja, was ich täte, wenn ich der Chef wäre. Eva? Du warst auf einmal weg gestern Abend. Ich war müde. Und die Musik hat mich genervt. Aber ich hätte dich doch nach Hause gefahren. Loni hatte den Wagen mit. Naja. Was ist denn mit unserer Tour? Du weißt doch, Pa hat mich sonntags gern zu Hause. Du meinst, er hätte was dagegen? Überhaupt nicht. Nur eben am Sonntag. So, du kannst dann losfahren. Sieh zu, dass du bis eins wieder da bist, ja? Okay. Thank you.
wird der schaffen? Warte mal. Ja. 23.487,88. Jetzt bitte unterschreiben. 15, 15, 20, 21, 22, 23, 81, 87 Pfennig. Es wäre ganz schön, wenn Sie Ihre Leute vom Vorzug eines Lohnkontos überzeugen könnten. Ja, dass Sie weniger zum Arbeiten haben. Ja, denken Sie. Schönes Wochenende. Ihnen auch. Wiederschauen. Also, 20 Tonnen Kies. Die neuen Baugötter sind schon bestellt? Ja. Aha, und sonst? Was? Schon Rentnerstimmung? Gott. Ach Gott, nee, Herr Ströbel. Bei der Größe meines Gartens. Sie wissen ja, dass Sie bleiben können, wenn Sie wollen. Nein, nein, danke. Wenn mal Not am Mann ist, dann kann ich ja... Herr Ströbel, jemand hat den Helmut überfallen. Nehmen Sie mal ab. Was? Wer ist denn dran? Er selbst. Es ist ihm nichts passiert. Er hat den Kerl verjagt. Ströbel, was passiert, Helmut? Ja. Ja. Junge, Junge, da hast du aber Glück gehabt. Ja, bleib da, wo du bist. Ich rufe die Polizei. Der Helmut hat dem Kerl die Spielzeugpistole aus der Hand geschlagen und das Geld wieder abgenommen. Hat ihn noch verfolgt, aber nicht mehr angekriegt. Ja, hallo? Polizei! Ach, Donnerwetter. Ja, das ist ganz brauchbar. Herr Stauffen, kommen Sie bitte mal. Sagen Sie noch mal Ihren rechten Schuh. Ist immer wirklich nicht Ihrer. Du bist schon ein Mordskerl, Helmut. Ach, der Jiu-Jitsu-Kurs macht sich halt bezahlt. Wenn das kein Spielzeug gewesen wäre, hätte vielleicht auch das nichts genutzt. Mhm. Kommen Sie, wir gehen hier mal beiseite. Also, wie alt etwa, wie groß? Etwas größer als ich. 1,283 vielleicht. Sehr kräftig. Ja, das Alter. Also bei dieser Maske, das weiß ich wirklich nicht. Eine junge Stimme? Hier, danke. Ich habe wenig gehört. Vielleicht in meinem Alter. Und er schob plötzlich diesen Stamm über die Straße? Ja, zunächst einmal diesen hier. Ich musste wie verrückt bremsen, sonst wäre ich da drauf geknallt.
Ja, und dann rannte er seitlich hier zurück und schob diesen Stamm da quer über den Weg, damit ich nicht rückwärts weg konnte. Nicht? Und ja, schon war ich drin. Nicht? Ja, also ungefähr bis hierher bin ich ihm nachgelaufen. Und dann? Ja, ich habe es aufgegeben, ihn weiter zu verfolgen. Die Tasche mit dem Geld, die lag ja noch am Wagen. Wie hätte ich wissen können, dass nicht ein zweiter Mann nur darauf wartet, dass ich ihm nachlaufe? Ja, sicher. Außerdem, ich wusste wirklich nicht, ob er jetzt dahin oder dahin weggelaufen ist. Was hältst du denn von Spürhunden? Ja, das bringt doch nichts. Hat er Ihnen die Tasche entrissen? Nein, 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 nein. Er hat mit der Pistole rumgefuchtelt. Ich habe die Tür freiwillig geöffnet und er nahm die Tasche heraus. Sie lag neben mir auf dem Sitz. Und erst dann. Ja? Also ich habe ihm den Arm rumgedreht, da flog die Pistole weg und er lief davon. Und Sie hinterher? Warum? Sie hatten das Geld doch noch. Ich dachte, ich kriege ihn. Und wenn er nur noch ein Schießeisen bei sich gehabt hätte? Ach, vielleicht ein richtiges? Warum sollte der denn mit zwei Schießeisen rumlaufen? Daran habe ich gar nicht gedacht. Na schön. Wegen des Protokolls lassen wir von uns hören. Ja. Schönen Dank, dass Sie gekommen sind. Wiedersehen. Junge, Junge. Komm, Helmut. Wenn das Geld weg gewesen wäre, würde ich denken, der will uns verscheißern. Wieso? Na, wir läuften schon mit 23.000 Mark Lohngeldern durch so eine gottverlassene Gegend. Das ist halt der kürzeste Weg. Ach, geh, komm. Was ist denn das? Ein Schuh. Moment mal. Passt. Aha. Na, dann wollen wir mal sehen, ob wir den anderen nicht auch noch finden. Handkantenschlag hat er den Räuber kampfunfähig gemacht. Sein Chef meint, der Helmut macht seinen Weg. Mir kommen die Tränen. Na, dem wollen wir mal ein bisschen von seinem Lack abkratzen. Kann nicht schaden. Ausgeschlossen, meine Herren. Der Helmut, das passt doch gar nicht zu dir. Bitte, kommen Sie. Danke. Wissen Sie, Herr Schröder, dass Sie da nicht abgefallen sind? Ich verstehe, dass Sie das irritiert, aber warum sollte der Bursche das Risiko eingehen, die Schuhe zu wechseln, wenn der Verfolger noch ganz in der Nähe ist, Herr Ströbel? Ich bin kein Kriminalist. Aber der Helmut? Nein. Uns kommt auch die Abkürzung durch den Wald verdächtig vor. Sie spart vielleicht eine halbe Minute oder so. Ich kann nur immer wieder sagen, dass Helmut Stauffen seit 8 Jahren, seit Beginn seiner Lehre, ein überaus zuverlässiger Mitarbeiter war. Ja, fragen Sie mal Maltes, der kennt ihn wie seine Westentasche. Das werden wir. Danke. Auf Wiedersehen. Und entschuldigen Sie die Störung. Wiedersehen. Der Helmut. Ausgeschlossen. Weltmeister in Erschrecken, oder was soll das? Willst du nicht ein bisschen reinkommen zu mir? Du, ich muss noch in die Stadt. Ich bin sowieso schon zu spät dran. Tschüss! Herr Stauffen, haben Sie Zeit für ein paar Fragen? Guten Tag.
Ja, warum? Am Freitagabend haben Sie Strümpfe gewaschen. Warum? Sowas macht doch sonst Ihre Wirtin. Waren die zu schmutzig? Vielleicht, weil Sie in Strümpfen zurückgelaufen waren, nachdem Sie die Schuhe des Täters ausgezogen und in die Büsche geworfen hatten? Glauben Sie, ich spinne? Was soll denn das? Was meinen Sie denn, weshalb der Täter Strümpfe und Schuhe gewechselt haben sollte, wenn Sie ihm so dicht auf den Fersen waren? Keine Ahnung. Vielleicht wollte er die Spuren verwischen. Komisch. An der Spielzeugpistole waren keine Fingerabdrücke. Er trug Handschuhe, das sagte ich doch schon. Sie wollen unbedingt Eindruck machen in Ihrer Firma, was? Das ist ja lächerlich. Mach bloß keinen Quatsch, Junge. Hier sind noch zwei Walzen und da ist ein Greifer. Die anderen sind im Einsatz. Dragovic! Ja? Ich möchte Ihnen unseren neuen Prokuristen vorstellen, Herrn Brock. Freut mich sehr. Danke. Ich glaube, jetzt haben Sie alles gesehen. Und falls noch Unklarheiten sein sollten, da ist ja auch noch Helmut da, nicht wahr? Ja, ja. Tja, dann wünsche ich einen guten Start. Meine Herren. Ich hörte, Sie haben hier mal den Helden gemimt. Gemimt ist wohl nicht das richtige Wort. Ist ja auch egal. Aber es gibt ein paar Leute, die die Geschichte nicht ganz abkaufen. Ist nicht mein Problem. Entschuldigen Sie, das ist mein Platz. Niemand bestreitet das. Dann ist es gut. An den Apparat gehen Sie bitte nur, wenn ich nicht da bin. Ströbel und Co., Brock? Doch, bei mir sind Sie richtig. Ich bin der neue Prokurist. Ja, aber natürlich, das wird für Sie erledigt. Dankeschön. Allein rumfahren? Und wenn du nun überfallen wirst? Dann schlägt er den Räuber in die Flucht. Bob? Ja, bin ich. Und du bist der Held von Mr. Sendling, was? Mit dir werde ich schon noch fertig. Ja? Ist ja drollig. Hast aber großes Schwein gehabt, dass ich nicht der böse Räuber war. Hm? Naja, stell dir mal vor. Ich hab die Knarre in der Hand. Na los, die Moneten raus. Komm, komm, komm ran, komm. Hier sieht's aus wie Kraut und Rüben. Müsste mal wieder aufgeräumt werden. Ja, könnte nichts schaden. Was soll denn das plötzlich? Entschuldigung, ich hab's vergessen. Was? Dass Sie die Tochter vom Chef sind. Das wäre kein Grund. Was sonst? Weil Sie es mit dem Jiu-Jitsu-Boy haben. Wie? Sie sind ganz schön frech. Kommst du heute Abend in die Disco? Nee. Schade. Wenn du dir das anders überlegst, ruf mich an.
Ist das? Mhm. Bob macht Ärger. Er ist in Ordnung und er hat seine Strafe abgesessen. Übrigens, ich hätte es ganz gern, wenn die Portokasse wöchentlich abgerechnet wird. Aber Maltes hat es nicht. Ich weiß. Aber jetzt bin ich da. Du, Eva! Ich komme doch in die Disco heute Abend! Prima! Häng mir die beiden nicht gegeneinander auf. Ich will Frieden in der Firma. Papst, was du gleich denkst. Ich bin ein bisschen nett zu Helmut, weil er unter dem Misstrauen leidet, das ihm jetzt alle entgegenbringen. Ja, und Brock? Brock ist ein cleverer Bursche. Aber ich kann mich schon wehren, wenn er zu frech wird. Du kennst mich doch. Lieben tue ich nur dich. Und wenn mal was Ernstes ist, sage ich dir Bescheid. Okay? Und wenn ich dann sage, der gefällt mir nicht? Dann hast du Pech gehabt. Motte. Allein zur Bank. Na doch, Flash sollte mit, aber der hängt in der Kiesgrube fest. Ja, dann hätten Sie auch einen anderen mitfahren lassen müssen. Wen denn? Die Leute werden alle gebraucht und außerdem, der ist doch kuriert, der Helmut. Meinen Sie nicht? Ja, wenn es so war, wie Sie denken. Sie nicht? Na ja. Ist der Kran draußen repariert? Ja, der tut's wieder. Rufen Sie mich, wenn die neue Ladung kommt. Dann schön Hände, dann schön Finger und die Kartoffelpuffer. Erstens heißt es nicht Kartoffelpuffer, sondern Reibedatsche heißt es bei uns. Und zweitens brauchst du ja nicht zu essen. Jetzt hast du endlich mal einen freien Tag und tobst hier 2 Stunden in der Küche rum. Wenn ich die fertigen mache, kannst du sie in 10 Minuten essen. Ich will keine fertigen, ich will handgemacht. Das ist doch wieder bloß ein Vorurteil von dir. Die fertigen sind genauso gut. Ha, genauso gut wie die von meiner Mutter. Ich glaube, du weißt nicht, was du redest. Dann nimm doch wenigstens den Haushalt nichts. Warum willst du denn nicht stundenlang die Finger zerreiben? Weil die echten Reibedatschi mit der Hand gerieben gehören. Reibedatschi, sondern Mixedatschi. So einen Vorschlag kann wirklich nur einer machen,
Der glaubt, Fertige sind genauso gut wie Handgemachte. Also gut, wenn du in der Stunde noch nicht fertig bist, dann gehe ich nebenan ins Wirtshaus. Da gibt's nämlich echte Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Ich habe ja schließlich noch zu arbeiten, im Gegensatz zu dir. Kartoffelpuffer. Schäl mir noch ein paar Kartoffeln noch. Ich habe nicht genug Zeit. Nur wenn ich die Maschine nehmen darf. Nein, das kommt nicht in Frage. Nur das Messer. Und dann stell sie dir doch selber. Also verbrennt man doch alles. Und pass mal auf. Wir machen das jetzt hier. Lass aus das und dann lade ich dich nach nebenan ins Gasthaus ein. Raus! Weißt du, Leute. Alles muss man selber machen. Wo ist das Messer wieder? Au! Ah! Bis auf den Knochen. Ich hoffe, ich komme durch. Gehst du mal ran, bitte. Mhm. Jawohl, Köster. Einen Moment, bitte. Das Präsidium. Was will es? Das Rezept von deinem Reiber Daci. Wie gefällt dir meine Antwort? Ja? Wo? Das passt mir gar nicht, aber ich komme. Ich muss weg. Ja, was mache ich jetzt mit den vielen Reiber Daci? Die kannst du umtauschen gegen Kartoffelpuffer. Massenaufgebot. Warum soll ich da auch noch dabei sein? Das sind die Kollegen Stark und Beil. Mhm. Die haben doch den jungen Mann da schon einmal einen Überfall verübt. Und Sie haben den Fall damals bearbeitet. Ja, nicht der junge Mann da hinten. Der Räuber ist tot. Ach ja, das ist mal was Neues, nicht? Erzähl mal. Hier sind seine Papiere, Helmut Staufen. Er ist Angestellter bei einer Baufirma. Er wollte 25.000 Mark Lohngelder von der Bank zur Firma bringen. Und weil er, wie gesagt, schon mal überfallen worden ist, hatte er vorsichtshalber eine Pistole bei sich.
Ja, der Tote hat die Tonne hier auf die Straße gerollt und auf ihn geschossen. Das Gewehr liegt da. Und da ist ein Einschuss. Schon identifiziert? Nein. Herr Köster, ehe Sie mit ihm sprechen, es konnte damals nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob wirklich ein Überfall auf ihn stattfand. Deutlicher gesagt, es sprach einiges dafür, dass er den Überfall aus Geltungsbedürfnis nur vorgetäuscht hat. Wenn Sie wollen, lasse ich Ihnen die Akten zukommen. Das ist nett, danke. Na, geht's wieder besser? Ja. Wir müssen uns mal ausführlich unterhalten, ja? Kennen Sie den Toten? Ja? Wer ist denn das? Klaus Popp. Hilfsarbeiter in unserer Firma. Was? In Ihrer Firma und da hat er Sie überfallen? Ja, ja. Er war seit gestern krank gemeldet. Geben Sie Ihre Route vorher bekannt? Nein, nein, die spreche ich vorher mit Herrn Brock ab. Herr Brock, das ist unser Prokurist. Na ja, den Herrn würde ich ja auch noch kennenlernen, nicht wahr? Sagen Sie mal, da war doch schon mal was. Wieso schickt die Firma Sie immer noch allein los? Das war eine Ausnahme heute. Sonst fahre ich seitdem die Geldtransporte immer mit jemandem zusammen. Herr Köster, schauen Sie mal. Damit könnte er doch gekommen sein. Ja, wahrscheinlich. Lass die Spuren nehmen. Das ist Herr Röttger, Herr Hauptkommissar. Hi, Herr Röttger. Er traf unmittelbar nach dem Überfall mit seinem Wagen hier ein und hat uns dann gleich vom nächsten Dorf aus angerufen. Ja, ich hatte den Wagen schon vorher überholt und bin dann an dem Mann mit den Fässern hier vorbei und hab weiter vorne dann gewendet, weil mir das mit den Fässern doch sehr merkwürdig vorkam. Mhm. Und was tat sich dann? Ja, der junge Mann, der Überfallene, also beugte sich über den da, wohl um zu helfen. Er war ganz verzweifelt und verstört und sagte sowas wie, dass er ihn doch nicht hätte totschießen wollen. Danke schön, Herr Röttger. Geben Sie bitte Ihre Personalien an, wenn Sie wegfahren, ja? Ja, ja, das ist ja einer Ihrer Leute. Ja, Pop, ich habe... Sind Sie Herr Ströbel? Ja. Entschuldigen Sie, ich kann das nicht so schnell verdauen. Es ist ja schon mal... Tja, ich weiß. Der Mann hat anscheinend die Straße mit den Fässern versperrt und dann auf Ihren Angestellten geschossen. Ich habe noch zu Brock gesagt, lassen Sie Stauf mit alleine fahren. Nicht, weil ich dachte, dass Helmut. Nein, nein. Wissen Sie, es wurde damals viel geredet. Es war, als ob ich es geahnt hätte. War der Herr Popp schon lange bei Ihnen? Nein, lange nicht. Etwa 2 Wochen. Brock hat sich für ihn eingesetzt, mein Prokurist. Popp hat eine Jugendstrafe von 3 Jahren verbüßt. Auch ohne Arbeit wäre er ja verkommen. Das verstehe ich. Das finde ich anständig von Ihnen, Herr Ströbel. Trotzdem... Mach ich mir jetzt Vorwürfe. Wir sind mit den Spuren soweit fertig. Ja, ist gut. Was haben Sie eigentlich an Zeigefingern? Ein Verband. Entschuldigung, Herr Kommissar, kann ich jetzt wegfahren mit dem Jungen? Ja. Eine Frage noch. Haben Sie einen Waffenschein? Ja, natürlich. Ich habe ihn sogar hier. Hatten Sie den schon vor 6 Wochen bei dem ersten Überfall? Ja, aber da habe ich die Waffe nicht dabei gehabt. Warum? Ich habe das Geld seit 6 Jahren von der Bank geholt und es war nie was passiert. Aber nachdem mir neulich schon einer ans Geld wollte. Naja, nun erholen Sie sich mal von dem Schock, nicht? Komm, Helmut. Hier, Schein. Danke. Diesmal war es ja nur ein blutiger Ernst, Herr Kollege, nicht? Tja, vor ein paar Wochen sah es ein bisschen anders aus. Schicken Sie mir bitte die Akten zu, ja? So, wiedersehen. Ich weiß nicht. Aber das ist ja nun nicht mehr unsere Sache. Thank you.
Mach ihm einen Kaffee oder einen Tee, ich komme gleich nach. Na gut. Was ist denn los? Etwa schon Mittagspause? Ja, dann geh mal. Na also. Ich habe Sie extra gefragt wegen Pop. Sie hätten ja Nein sagen können. Sie haben gesagt, Sie kannten ihn von früher, von anderen Baustellen. Sie haben gesagt, er ist nun mal gestrauchelt. Wie konnte ich das denn ahnen? Wie konnte Pop wissen, welche Strecke Helmut Staufen fährt? Aber das werden Sie beide Herren auch gleich fragen. Hoffentlich wissen Sie die Antwort. Danke, Herr Ströbel. Entschuldigung, ich gebe die Linke. Das ist gut. Darf ich vorstellen? Fräulein Staub, meine Kontoristin, Herr Brock, mein Prokurist. Tag, Frau Staub. Naja, das hätte ja nur noch anders kommen können, nicht wahr? Sie sind nun wahrscheinlich ungeheuer stolz auf Ihren Mitarbeiter, Herrn Staufen, nicht wahr? Wenn Sie den Zynismus weglassen, kommen Sie der Sache schon ziemlich nah. Ja. Kann ich Herrn Brock einen Moment alleine sprechen? Also natürlich. Ich passe schon auf Ihr Geld auf. Fräulein Staub. Auf Herrn Staufen ist angeblich schon einmal ein Überfall verübt worden. Ihr Chef hat daraufhin angeordnet, dass er nicht mehr alleine zur Bank fährt. Warum ist er denn doch alleine gefahren? Lösch, der sonst immer mitfährt, musste zur Kiesgrube. Haben Sie das angeordnet? Was heißt angeordnet? Nur Blösch kann schwere Laster fahren und die Sache mit dem Kies eilte. Der Gedanke, Staufen einen anderen Beifahrer mitzugeben, kam ihm wohl abwegig vor. Es war niemand da sonst und Staufen litt ja auch unter dem Misstrauen, seitdem damals... Ach so, das war mehr so eine seelsorgerische Maßnahme von Ihnen. Sie wollten Herrn Staufen von einem bösen Verdacht befreien. Sagen Sie, gibt es da so kleine Rivalitäten zwischen Ihnen und Herrn Staufen und wegen Fräulein Ströbel? Rivalitäten? Darf man das nicht so nennen? Außerdem protegierten Sie Herrn Pop und Herr Pop hatte ja nun eine handfeste Auseinandersetzung mit Herrn Staufen, nicht? Ich habe mich für Pop eingesetzt, das gebe ich zu, aber... Ich bin nicht sein Aufpasser. Er hatte sich krank gemeldet. Ja, gestern schon, wegen einer Grippe. Naja, ich nehme an, er hat sich krank gemeldet, weil er sonst nicht den Überfall hätte durchführen können. Den Überfall konnte er ja nur durchführen, wenn er wusste, dass er Staufen alleine fährt und wenn er, der Herr Pop, die Route kannte. So viele Möglichkeiten zwischen der Bank und dem Bauhof gibt es ja nun auch wieder nicht. Ja. Ja, wir werden noch einige Gespräche miteinander führen, nicht wahr, Herr Brock? Sie helfen uns doch bei der Aufklärung, so gut Sie können. Natürlich. Na, das ist fein. Danke schön. Wiedersehen. Ach was, erzählen wir doch keine Geschichten. Der hat ihn doch umlegen wollen, der Pop. Aus Rache, weil Helmut mit ihm fertig geworden ist. Wie kommt das da? Pop ist provoziert. Sag mal zu, was hast du gesagt mit umlegen? Weil, wie war das? Ja, Pop hat Helmut provoziert. Wegen der Sache damals. Ja, da hat Helmut mal seine Jiu-Jitsu vorgeführt. Na ja. Seitdem hat es bei Pop. War da jemand dabei? Ja, ja. Ah, das habt ihr alle gesehen. Kümmerst du dich mal drum, bitte, ja? Herr Ströbel, kann ich mal Ihrer Tochter sprechen? Ich bringe sie zu ihr. Dankeschön. Ah, Herr Staufen, na, wieder fit? Ja, ja. Ich gehe dann wieder zurück. Unsinn, geh nach Hause und ruh dich aus. Nein, nein, danke, es geht schon.
Frau Büroströbel und Co. Staufen? Ausspannen ist gut. Wie sollte er mich denn ausspannen? Ich war ja bei Helmut gar nicht eingespannt. Aber Herr Brock dachte das. Das kann schon sein. Hat er mal eine Bemerkung gemacht? Ja. Was für eine? In der Diskothek. Ich habe mit Helmut mal ein bisschen enger getanzt. Ich mach das sonst nicht, weil die meisten fangen sofort an, das auszunützen. Und Herr Staufen ist da zurückhaltender. Naja, ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger. Die Leute reden so rum, er hätte den ersten Überfall nur vorgetäuscht. Meinen Sie das auch? Nein, jetzt nicht mehr. Aber vor der Sache heute haben Sie es nicht für ganz ausgeschlossen gehalten. Naja, ist ja auch egal. Schöne Aussicht hier. Hier aus dem Labor. Dieser Zettel steckt in der Tasche des Toten. Haben Sie sich verletzt? Ja, am Finger. Millinger hat schon ein paar Mal nach Ihnen gefragt. Ja, bei dem bin ich sehr gefragt. Ich war inzwischen noch mal bei Brock. Warum denn? Wir haben zuverlässige Aussagen, dass er gestern Abend Klaus Popp aufgesucht hat. Warum denn? Brock behauptet, um ihn zu ermahnen, nicht krank zu feiern. Er fühlt sich verantwortlich, weil er ihn eingestellt hat. In Wirklichkeit aber kann er ihm gesagt haben, welche Strecke Helmut Staufen am nächsten Tag fährt. Ha! Das ist zu schön. Was? Das hier, sehen Sie sich das mal an. Du komm mal rein, schau dir das auch mal an. Das ist der Ort des Überfalls. Popp hatte diese kleine Lageskizze bei sich. Dreimal dürfen Sie raten, von wem er sie hat. Sagen Sie mal, Köster, wollen Sie nach Lage der Dinge nicht endlich einen Haftbefehl gegen Brock beantragen? Daran habe ich eigentlich noch nicht gedacht. Warum denn nicht? Er hat einen guten Leumund. Ich habe Firmen angerufen, wo er gearbeitet hat. Etwas schwierig im Umgang heißt es da, aber gewissenhaft und äußerst ehrlich. Ja, ich glaube, vielleicht war er es bisher, aber der Bericht, den Brenner mir gegeben hat, spricht doch Bände. Der wird schon nicht fliehen. Und was rechtfertigt diese optimistische Annahme? Der baut. Der steckt sein ganzes Geld in ein Zwei-Familien-Haus. So, so. Na schön, Sie müssen es ja wissen. Genauer gesagt, Sie müssen es immer besser wissen. Was haben Sie denn mit Ihrem Finger gemacht? Den habe ich durchgescheuert, als ich mein Gehalt gezählt habe. Na, Hauptsache, Sie verlieren Ihren Humor nicht. Bitteschön. Schließt Herr Brock seinen Schreibtisch ab? Nein, das glaube ich nicht. Verschlossen ist hier nur der Geldschrank und... Das war der Schrank mit den Bauplänen. Ach, guck mal an. Na, das hat sich schon erledigt. Sehen Sie es mal an, bitte. Ach, dürfen wir den mal mitnehmen? Hat es damit etwas auf sich? Entschuldigen Sie, dass ich frage, aber wenn Sie mich schon nach Feierabend hier rausholen... Ich meine, ich möchte gerne wissen, woran ich mit Brock bin. Wenn da wirklich ein Verdacht besteht, müsste ich doch Konsequenzen ziehen. Wir können Ihnen jetzt noch nicht raten. Vielleicht wissen wir morgen mehr. Entschuldigen Sie, dass wir Sie rausgeholt haben. Wiedersehen, Herr Streubel. Hat es sich denn wenigstens gelohnt für Sie? Es lohnt immer. Guten Abend. Guten Abend. Moin, Herr Brock. Sie stehen in meinem Schlafzimmer. Oh, Verzeihung. Machen Sie das alles alleine? Nicht immer. Herr Popp hat Ihnen manchmal geholfen, nicht? Ja. Sie mochten ihn ganz gern. Gern? Der Bewährungshelfer hat sich an mich gewandt. Herr Popp früher mal bei mir gearbeitet hat, aber das habe ich Ihnen doch alles schon erzählt. Popp hat zunächst bei mir hier angepackt, später konnte ich über Ströbel unterbringen. Machen Sie sich Vorwürfe? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass er sowas tut. Sonst hätte ich die Finger davon gelassen. Er sollte seine Waffe nicht benutzen, nicht? Aber Sie konnten ja beide nicht wissen, dass Staufen bewaffnet ist. Wissen Sie, zu seinem Unsinn möchte ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Würden Sie es richtig finden, wenn ich Sie festnehme? Nach Lage der Dinge würde ich es nicht ganz falsch finden. Na, dann komme ich bei Gelegenheit mal drauf zurück. Ja, Wiedersehen, Herr Brock. Da geht's raus. Hallo? Ach, nein. Was hat denn der Alte vor? Er misstraut den klaren Tatsachen. Aha. Das ist doch das uralte Spiel. Sagt Millinger festnehmen, ist er dagegen. Sagt Millinger abwarten und packt dazu. Das ist wirklich die sicherste Methode, keine Karriere zu machen. Da wollen wir erst mal abwarten. Herr Staufen. Guten Morgen. Wollten Sie zu mir? Moin. Ja, nur ganz kurz. Ich habe eine kleine Frage. Mhm. Können Sie ausschließen, dass es Popp schon beim ersten Mal war, der in Ihr Geld wollte? Ich habe mich das selbst schon gefragt. Was haben Sie sich denn geantwortet?
Er hatte dieselbe komische Strumpfmaske. Beide Täter haben nicht gesprochen, nur gestikuliert. Ich konnte sie also nicht an der Stimme erkennen. Aber die Körpergröße und die Statur? Ja, so ungefähr kommt das schon hin, ja. Wie lange kannten Sie Bob? Ich habe ihn schon früher ein paar Mal gesehen. Er war ja aus der Gegend. Aber so richtig natürlich erst, als er hier bei der Firma anfing. Sie haben zweimal geschossen. Die eine Kugel stark am Hüftknochen und die andere in der Herzzwischenwand. Ja, ich habe zweimal hintereinander geschossen, ja. Unmittelbar hintereinander. Ja, schon, ja. Klar, das war alles. Danke schön. Wiederschauen, Herr Stoff. Wiederschauen. Sind wir hier, um Brock festzunehmen? Ach, ich weiß nicht. Darf ich auch noch was sagen? Dass er Beihilfe, vielleicht sogar Anstiftung zu einem Überfall geleistet hat, das ist doch wohl klar. In unserem Beruf ist fast nie was klar, ist das klar? Klar. Ich habe zwei Leute vernommen. Den Lastwagenfahrer Blösch, das ist der, den Brock zum Kieswagen geschickt hat, und Röttger. Das ist der, der als erster am Ort des Überfalls war. Was soll das alles? Die Beweise gegen Brock reichen doch so schon für einen Haftbefehl aus. Zu sehr, das ist es. Ach du lieber Gott, haben Sie was gegen erdrückende Beweise? In dem Fall ja. Sehen Sie, der Brock macht auf mich nicht so einen unintelligenten Eindruck, dass er einem Straßenräuber den Lageplan auf ein so auffälliges Papier schreibt, dass jeder sofort wiedererkennen kann. Ungeheuer zwingend, Köster. Wirklich. Wir sind hier in Eile, oder was? Ja, ich möchte doch gern ein paar Worte mit Herrn Staufen sprechen. Ich möchte vor ihm zu Hause sein. Ich hätte gern morgen einen Lokaltermin veranstaltet. Haben Sie was dagegen? Ist doch viel zu umständlich, aber in Gottes Namen tun Sie. Dankeschön. Darf ich noch zwei mitnehmen? Entschuldigen Sie meine Umständlichkeit. Guten Abend, Herr Staufen. Schönen guten Abend. Sie werden schon erwartet. Was? Von wem denn? Ich kenne den Herrn nicht. Grüß Gott. Grüß Gott. Ihre Wirtin war so freundlich, mir zu sagen, wo Sie essen. Ich dachte, in der Firma erwische ich Sie nicht mehr. Ja, ja. Bitte behalten Sie doch Platz. Danke. Was kann ich für Sie tun? Ja, wir wollen den Überfall noch einmal rekonstruieren, so echt als möglich. Morgen um 15 Uhr. Können Sie das einrichten? Ja, sicher, klar. Ich muss nur meinen Chef fragen. Ah, den brauchen Sie nicht zu fragen. Das haben wir schon getan. Der ist einverstanden. Was ist das denn? Wo kommt denn das her? Was ist das? Das ist mein Notizbuch. Warum? Ihre? Ja, meine. Warum denn? Nichts Besonderes. Wir haben nur im Büro so einen ähnlichen, glaube ich. Ach, da haben Sie so einen ähnlichen, ja? Hm. Ja, das sind so Werbesachen. Ne? Ja, also dann morgen um 15 Uhr am Ort, wo es passiert ist, ja? Kann ich bitte ein Autogramm haben? Ja, hast du was zu schreiben? Sie sollten doch besser Brock verhaften, anstatt so ein Theater zu machen. Das verstehe ich auch nicht. Wir sind hier soweit, Herr Köster. Verstanden. Wir fahren los. Warum halten Sie nicht? Ich dachte, er ist vorne am Tatort. Nein, genau wie am letzten Freitag. Das war doch ausgemacht. Lassen Sie den Wagen erst passieren. Nein, noch nicht. Noch nicht. Herr Röttger hat mir gesagt, er war viel weiter voraus, ehe Sie wieder anfuhren. Schön, ich dachte nicht, dass das wichtig ist. So, jetzt. Warum fahren Sie nicht rückwärts? Ja, man soll es genauso machen wie am letzten Freitag. Ach so. Ja, aber so hätte es doch sein können. Schuss! Los. Erster Schuss. Zweiter Schuss.
Haben Sie gleich getroffen? Ja. Einmal einen Fall um. So, und was war weiter? Ich weiß nicht mehr. Ich war ja wie gelähmt vor Schreck. Nein, das stimmt nicht. Sie waren überhaupt nicht gelähmt vor Schreck. Sie hören jetzt nämlich den Wagen kommen, der gewendet hat. Los, gehen Sie zu Pop. Schauen Sie nach, wie es ihm geht. Was soll ich machen? Bitte, bitte. Gehen Sie hin. Sie stellen fest, Pop lebt noch. Das bedeutet, dass er aussagen kann, wie Sie ihn reingelegt haben. Und da haben Sie zum zweiten Mal geschossen. Sie sind ja verrückt. Nein, nein, ich bin nicht verrückt. Der erste Schuss, vom Wagen aus abgegeben, der ging Pop nur an den Hüftknochen. Das ist nicht tödlich. Erst der zweite Schuss, aus Lichtentfernung abgegeben, der ging ihm ins Herz. Los, der Wagen kommt. Hier, ziehen Sie ihm die Strumpfmaske übers Gesicht. Sonst können Sie ja nicht aussagen, dass derselbe Täter war wie beim ersten Mal. Na gut, dann mache ich's. Schuss, Maske. So. Herr Röttger, kommen Sie bitte her. Was haben Sie gesagt, als Sie das sahen? Ich habe gesagt, mein Gott, was ist denn da passiert? Was haben Sie gesagt? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dieser junge Mann hat mich überfallen wollen, ich habe in Notwehr geschossen. Sinngemäß jedenfalls. Und was haben Sie dann gemacht? Ich bin dann weggefahren, habe telefonisch die Polizei gerufen. Gut, fahren Sie weg, Herr Röttger. Und Sie, was haben Sie dann gemacht? Ich will es Ihnen sagen. Sie haben sich überzeugt, ob er jetzt wenigstens tot ist. Und dann haben Sie den Zettel genommen, den Sie aus Brocks Notizblock herausgerissen haben, und haben ihn in die Tasche gesteckt. Und dann haben Sie gedacht, so, jetzt ist es perfekt. Nimm die Hände weg, Mensch! Das hat keinen Zweck, Staufen, bleiben Sie stehen! Stehen bleiben! Helmut! Immer! Lass uns in Unsinn! Vorläufig allein liegen und stellen Sie ihn ruhig. Und keine weiteren Vernehmungen und Bestimmungen. Jawohl. Wird er überleben? Überleben schon, aber er wird gelähmt bleiben. Querschnittsgelähmt, genauer gesagt. Ich nehme an, Sie wissen, was das bedeutet. Ja. Wieder schon, Herr Professor. Darf ich Ihnen den Link? Haben Sie den Finger? Oh, kein Fall für Sie, Herr Professor. Gut. Wiedersehen, Herr Professor. Ich wäre nie draufgekommen, wenn er nicht wegen des Notizblocks so aufgeregt reagiert hätte. Er konnte ja nicht wissen, dass Pop ein Stück davon in der Tasche hat, außer er hat es selbst hineingetan. Instinktiv würde ich eher dem Brock so eine Schuftigkeit zutrauen als dem Stauf. Instinktiv, instinktiv. Also Sie gehen doch so viel auf Instinkt. Instinkt ist gut, aber Beweise sind besser. Hier geht's los. Ah ja. Sagen Sie mal, wie kommt so ein Junge auf sowas? Können Sie mir das mal verraten? Ich nehme an, er war völlig krank vor Ehrgeiz. Er wollte, dass man ihm den ersten Überfall glaubt. Er wollte es vor allem wegen dem Mädchen.
Brock schien eindeutig auf Pops Seite zu stehen, aber die kriminelle Veranlagung von Pop hat nicht Brock für seine Pläne ausgenutzt, sondern Staufen. Aber Pop hat doch auf Staufen geschossen. Nein, er hat auf den Wagen geschossen. Das war verabredet. Staufen hat Pop für den Plan gewonnen, einen Überfall zu fingieren. Pop sollte die Beute ganz für sich allein behalten. Staufen wollte sich lediglich rehabilitieren. Für ihn war die Sache natürlich nur interessant, wenn Pop bei dem Überfall ums Leben kam. Sein Fehler war, dass er Brock mit hineinziehen wollte. Aber wie konnte Staufen wissen, dass dieser Beifahrer nicht rechtzeitig aus der Kiesgrube zurück ist? Er wusste es, weil er dafür gesorgt hat. Hat die Ölleitung beschädigt. Na, dann ist ja alles klar. Ach, eine Frage hätte ich noch. Was haben Sie tatsächlich mit Ihrem Finger gemacht? Wollen Sie es wirklich wissen? Ich habe geglaubt, dass von meinem Chef einmal eine Belobigung kommen könnte, aber da habe ich mich geschnitten.